Herzlich willkommen bei unserer Präsentation von unserem Projekt, das heißt Fuck Borders. Genau, wir beginnen erstmal mit den Zielen. Ja, die Ziele sind halt, dass wir um Flüchtlingen die Flucht zu erleichtern, Informationen über die Grenzen generell oder auch Grenzübergänge bieten. Und unser Ziel ist es natürlich, damit den Flüchtlingen zu helfen. Ja, wie unser System erstmal überhaupt funktioniert, also es ist crowdbasiert, heißt, wenn Flüchtlinge an den Grenzübergang kommen, können sie das in ein Webformular eintragen. Da sind dann halt so Fragen zum Grenzübergang, ob zum Beispiel dort Stacheldraht ausgelegt wurde oder ob es einen Grenzzaun gibt. Ja, das wird dann halt in die Datenbank eingetragen und dann über eine Karte visualisiert. Genau, jetzt kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Wir haben einmal das Backend, das könnte man jetzt vielleicht lesen, aber da man das nicht kann, sage ich das einfach mal kurz. Wir arbeiten mit PHP und mit PDO für die MySQL-Anbindung. Dann haben wir außerdem, wir benutzen, MySQL, JavaScript und jQuery, ja. Und dann benutzen wir noch JSON, um die Daten auszugeben, weil die Daten, die Punkte, die wir in der Datenbank abgespeichert haben, die können wir am besten verarbeiten, wenn wir das in JSON umwandeln. Genau. Dann haben wir auch noch ein HTML-Formular zur Eingabe, das momentan noch nicht fertig ist, aber ja. So ungefähr wird das am Ende aussehen mit dem Frontend. Man hat hier eine Karte, ist ziemlich unscharf, aber gut. Und dann kann man hier auch rumscrollen, wenn es interaktiv wäre. Moment, halt mal kurz. Magic. Genau. Ups. Ihr könnt das Projekt auf GitHub verfolgen. Die URL, die da stand, haben wir jetzt mal rausgenommen, weil der Chat die sonst bestimmt wieder DDoS't, aber gut. Ja, war's eigentlich. Vielen Dank.